Naturparkpartner sind Menschen, die in der Region Schlei verwurzelt sind, würde ich sagen. Es kann ein gastronomischer Betrieb sein, ein Campingplatz sein. Die sich zusammengetan haben, um den Naturpark Schlei zu stärken, zu schützen und uns gegenseitig auch zu unterstützen. Es geht darum, Nachhaltigkeit zu zeigen und in der Region Stärke oder Verbundenheit zu zeigen. Und außerdem identifizieren wir uns mit dem Naturpark Schlei, weil wir mittendrin in unserer Heimat eben Kulturlandschaft erhalten und pflegen. Also der Naturpark hat ganz viele unterschiedliche Funktionen. Zum einen ist da Umweltbildung bei, da sind unterschiedliche Projekte. Ja, dieser Verein kümmert sich letztendlich darum, in diesem Naturpark das zu erhalten, was da ist, oder auch nachhaltig letztendlich hier zu investieren, um ihn so zu erhalten, wie er halt auch ist und was er braucht. Ich würde mir wünschen, dass die Menschen wieder mehr anerkennen, dass sie ein Teil der Natur sind und nicht nur die Umwelt als solches wahrnehmen. Eine Partnerschaft lohnt sich vor allen Dingen für kleine Betriebe, die eben die Ziele verfolgen, nachhaltig, standortangepasst ihre Produkte in der Region zu vermarkten. Ein Verbund von Betrieben mit der Dachorganisation, die alle gemeinsam an einem Strang ziehen, mit dem Ziel, die Schlei zu erhalten, den Lebensraum zu erhalten und den Tourismus hier letztendlich natursanft zu fördern und zu fordern. Naturparkpartner sollte jeder werden, der in der Region, für die Region was bewirken will. Partner im Naturpark Schlei zu sein, ist halt schon auch was, worauf man, glaube ich, stolz sein kann. Also, dass wir einfach Mitglieder sind. Und der Naturpark Schlei ist für mich zu Hause. Und letztendlich wollen wir alle nur eins, wir wollen die Schlei erhalten und die Schönheit der Schlei all unseren Gästen mitgeben.